Die Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine. Russische Raketenangriffe haben hier große Schäden verursacht. Drei Menschen wurden getötet in der Wohnung dieser Frau. Okay, mit der Zerstörung der Häuser kommen wir klar. Aber mit der Zerstörung von Leben? Sie waren alle erst 22 Jahre alt. Keiner war über 30. Wie sollen wir das aushalten? Wie sollen wir jetzt weiterleben? Die russischen Truppen sind im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Nur noch wenige Gebiete im Donbass sind unter ukrainischer Kontrolle. Das liegt vor allem am russischen Artilleriefeuer, dem die Ukraine wenig entgegensetzen kann. Nun haben die USA angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit hochmodernen Mehrfachraketenwerfern auszustatten, die eine Reichweite von 80 Kilometern haben. Noch vor kurzem hatten die USA eine solche Lieferung ausgeschlossen, weil damit auch Ziele in Russland erreicht werden können. Das Waffensystem gilt als besonders präzise und könnte für die russische Artillerie zum Problem werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gibt sich bei einem Besuch der slowakischen Präsidentin in Kiew optimistisch, alle von Russland eingenommenen Gebiete zurückzuerobern. Er räumt aber auch Probleme ein. Uns interessieren die russischen Pläne nicht. Im Osten ist die Lage für uns sehr schwierig, weil uns die richtigen Waffen fehlen. Sie wissen das. Wir können kein genaues Datum für die Rückeroberung nennen. Die Menschen interessieren uns am meisten. Die neue Ausrüstung ist Teil eines weiteren US-Hilfspakets für die Ukraine im Gesamtwert von $700 Millionen.